zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um die 5 besten Tipps oder meine 5 besten Tipps für die Winterarbeit mit den Pferden. Ja, jetzt wird es ja draußen schon wieder kalt und dunkel und nass und eklig und ja, viele schöne Dinge, die man im Sommer gemacht hat, fallen weg. Man kann nicht mehr so gut ausreiten gehen wie im Sommer. Es gibt keine Schoppelfelder wie im Spätsommer. Ja, so Dinge wie Schwimmen gehen sind eh raus. Einfach das Pferdchen mal stehen lassen und niemand weiter gönnen, ist meistens auch raus. Einfach weil die Pferde ja jetzt auch wieder aufs Paddock kommen und meistens nicht mehr auf die Weide oder auf die Winterweide. Ja, genau. Und deswegen habe ich jetzt hier für euch mal meine Tipps oder meine 5 Tipps, wie ich das Ganze im Winter immer gestalte. Und wir fangen einfach direkt mal an. Tipp Nummer 1 ist nämlich Stangenarbeit. Stangenarbeit ist immer total super und total vielfältig und man kann total viele verschiedene Sachen damit machen. Sei es nun aus dem Sattel oder beim Longieren. Du kannst Trabstangen hinlegen, Galoppstangen. Man kann eine einzelne Stange hinlegen, über die man dann so einen fliegenden Galoppwechsel übt. Man kann durch so eine Stangengasse gehen, einfach um so ein bisschen ja, die Aufmerksamkeit vom Pferd zu schulen. Man kann die Gasse dann immer enger werden lassen. Dann wird das Pferd meist noch aufmerksamer und auch man selbst achtet noch mehr darauf, was für Hilfen gebe ich jetzt, sind meine Hilfen einrahmend. Genau, das finde ich immer ganz schön. Oder auch die Kombination auf dem Zirkel zwischen Gassen und dieser Zirkellinie, also wirklich kurz gerade richten, biegen, gerade richten, biegen, gerade richten, biegen. Finde ich auch immer total schön und das ist einfach mal so ein bisschen was anderes, als wenn das Pferd den ganzen Winter über nur Sand zieht. Keine Stange, kein Pilönchen, nur Sand. Da kriegt, glaube ich, wirklich jeder einen Lagerkoller, einen Hallenkoller. Genau, deswegen finde ich Stangen immer total super. Und es ist mein erster Tipp für euch. Der zweite Tipp ist nämlich Ausreiten. Sobald es schön ist und mal gerade nicht regnet oder windet oder schneit oder stürmt, raus mit euch. Es ist schwierig, gerade weil Pferde im Winter ja auch oftmals sehr spritzig werden. Aber je öfter man trotzdem im Winter rausgeht und je normaler das auch für die Pferde wird, desto angenehmer wird es auch für einen selbst. Wenn man natürlich immer sagt, oh, jetzt ist Herbst, nein, ich gehe nicht raus, weil dann könnte sich das Pferd ja erschrecken, ja, dann würde es sich auch erschrecken. Aber wenn man einfach mal ganz selbstbewusst sagt, ey, ich bin jetzt schon Dressur geritten und zum Abreiten gehe ich jetzt mal nicht noch eine Viertelstunde in der Halle meine Runden, sondern ich gehe mal einmal die Schrittstrecke, die Punningrunde, wie auch immer sie bei euch heißt, einfach die Straße hoch und runter, frische Luft schnappen und die letzten Sonnenstrahlen tanken, einfach mal rauskommen. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Tipp Nummer 3 sind Gymnastiksprünge. Ähnlich wie bei der Stangenarbeit dienen Gymnastiksprünge auch einfach dazu, dass das Pferd mal was anderes sieht. Man kann es auch mit Freispringen kombinieren, je nachdem, wie hoch die Pferde springen oder wie gern die Pferde springen oder wie wohl ihr euch dabei fühlt beim Freispringen, Gymnastikspringen, das ist ja jeder anders. Ich finde beides total super. Lasse Rovinio aber nicht mehr freispringen, einfach weil er da immer so losbrettert und weil er auch eigentlich gar nicht mehr so viel springen soll. Und beim Freispringen habe ich da ja nicht so viel Gewalt drüber, mit was für einem Satz er jetzt über die Stange springt und mit was für einem Tempo. Deswegen gibt es bei uns eben nur noch Gymnastiksprünge, das sind dann aber auch keine langen Reihen, sondern einfach mal ein kleines Kreuz, nur höher gelegte Stange, einfach um die Füße mal ja, sortieren zu müssen, um den Kopf anzusprechen, einfach damit er mitdenkt und ja, einfach auch was anderes sieht. Und es macht mir halt auch total viel Spaß, nicht den ganzen Winter nur im Dressursattel zu verbringen, sondern auch mal so einen Grund zu haben, im Leichensitz eine lange Seite lang zu galoppieren, im Springsattel und so einen Minisprung zu machen. Das ist immer schon viel wert, finde ich. Genau, Tipp Nummer 4. Spaß reiten. Was ich auch total gerne im Winter mache, sind so Dinge wie Halsring reiten, am Halfter reiten, im Westernsattel reiten. Einfach nur, um Spaß zu haben. Ich möchte dann irgendwie keine Lektionen abfragen. Ich möchte nicht, dass er perfekt an der Anlehnung läuft. Ich möchte ihn bewegen. Ich möchte, dass er dabei abschalten kann, dass er im besten Fall noch Spaß dabei hat. Und dass es einfach eine angenehme Zeit für beide war. Also der Winter ist so frustrierend, es ist immer so früh dunkel. Und wenn ich dann wirklich mal so einen Tag habe, wo ich sage, so, oh, ich bin so geschafft, ich habe jetzt gerade keinen Antrieb noch, mich 45 Minuten voll zu konzentrieren und Dressur zu reiten, aber ich möchte mein Pferd auch nicht stehen lassen. Ja, warum dann nicht Spaß reiten? Ist genauso super fürs Pferd, Hauptsache ein bisschen Bewegung ins Pferdchen reinbringen, damit die nicht kalt und steif werden. Und wenn die eh den ganzen Winter dann nur auf dem Paddock stehen oder in der Box sogar,
dann müssen die auch einfach raus. Die wollen bewegt werden. Das sind Flucht- und Lauftiere und die brauchen das. Die wollen laufen und deswegen, auch wenn es nur mit dem Halsring eine halbe Stunde ist, ist besser als gar nichts. Tipp Nummer 5, mein letzter Tipp für heute, ist das Longieren oder auch die Doppellongenarbeit. Ich finde, das ist total super. Also ich bin, ich habe Robin ja ganz lange am Knotenhalfter longiert mit so einem Bodenarbeitsseil. Das hat auch gut geklappt. Hat mir aber noch nie so richtig gefallen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt so das Wahre für uns ist. Dann habe ich eine Zeit lang mit so einer Longierhilfe longiert. Das fand ich ganz furchtbar, weil irgendwie, egal wie lange ich sie vorne gemacht habe, so dadurch, dass sie hinten bewegt wurde, kam er mir trotzdem zu eng. Logisch, ne? Wenn hinten gezuppelt wird, geht es ins Maul und dann rollt man sich ein. Klar. Ja, dann habe ich ganz normal ausgebunden. Das war aber irgendwie auch nicht so das, wo ich gesagt habe, ja, jetzt haben wir es. Und dann fing es auch an, dass Rubenia sich beim Longieren über die äußere Schulter immer so wegdrückte. Und da habe ich überlegt, ja, was machst du denn? Und da habe ich einfach mal wieder die Doppellonge ausgepackt. Und es war super. Er kaut, er streckt sich ab, er sucht auch so die Tiefe. Total cool. Und ja, seitdem longiere ich eben nur noch mit der Doppellonge. Und ich merke, dass es total hilft beim Reiten. Also es ist wirklich eine gute Ergänzung zum Training. Es rundet das Ganze so ein bisschen ab. Ich sitze wie so ein kleiner Hämpfling. Ich müsste einfach mal gerade sitzen. Das ist übrigens meine Wärmflasche. Ich bin ein bisschen erkältet, wenn ihr es hört. Was wollte ich sagen? Genau, Doppellonge oder Longieren generell rundet das Training so ein bisschen ab. Ja, es trägt zur Verbesserung dazu bei. Man kann gerade mit der Doppellonge auch Dinge korrigieren, so wie bei Rubinho das mit dem über die äußere Schulter weglaufen soll. Jetzt, genau, das finde ich auch total gut. Mache ich auch gerne im Winter und ich glaube, wenn man diese 5 Tipps beherzigt, also ne, Stangenarbeit, trotzdem ausreiten, Gymnastik springen, Longenarbeit und Spaßreiten, hat man schon mal, also wenn man an jedem Tag einen Tipp befolgt, hat man schon mal 5 von 7 Tagen gut rumgebracht und das ist doch schon mal viel wert. Besser als 5 Tage lang, Kringel links, Kringel rechts, Kringel geradeaus, ja, da wird jedem langweilig, also versucht euch und euren Pferden den Winter einfach so schön zu machen wie möglich. Und wenn ihr es unter der Woche nicht schafft, auch zu reiten, dann schafft es ja vielleicht am Wochenende tagsüber zum Pferd. Also ich kenne das. Ich habe jetzt die letzten 4 Jahre immer mein Pferdchen nur im Dunkeln gesehen im Winter, weil ich eben berufstätig war. Und es war total doof. Aber dann habe ich wirklich versucht, am Samstag und am Sonntag oder auch am Freitag, wenn ich früher Feierabend hatte, mir die Zeit zu nehmen und rauszureiten, wirklich. Und wenn es nur Schritt ist, weil der Boden vielleicht nicht optimal ist. Es ist immer noch schöner, als nur in der Halle zu sein. Sonne tut jedem gut. Genau. Ja, das war's erstmal. Wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt, wie ihr gut über den Winter kommt, dann schreibt mir das auch unten in die Kommentare, weil ich habe da bestimmt noch einiges auf Lager für euch. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche. Ciao.